Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Donnerstag und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal heute wieder ein bisschen mit durch meinen Alltag. Ich habe heute morgen schon etwas Zeit, etwas zu erledigen, und von daher würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal los. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ist auch hier wieder einiges an Hausarbeit liegen geblieben von gestern. Ich muss dazu sagen, wir haben gestern ziemlich viel zu tun gehabt, auch am Haus zu tun gehabt, und von daher, ja, habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt, bleibt hier einiges liegen, und das wird heute erstmal einiges beseitigt. Dann geht es heute auch noch wieder ein bisschen ans Kistenpacken. Ich zeige euch gleich mal, wie ungemütlich unsere Wohnung schon ist, aber es sind nur noch 3,5 Wochen bis zum Umzug, und so nach und nach fange ich jetzt schon an, die Schränke auszuräumen. Ja, auf jeden Fall die Sachen, die ich nicht mehr brauche, so wie das gute Geschirr und solche Geschichten, oder die ich relativ selten brauche. Ja, und da würde ich euch einfach gerne mitnehmen. So, wir gehen jetzt einfach mal ins Wohnzimmer, dann zeige ich euch das. Nicht wundern, dass ich meine Haare und alles noch nicht gemacht habe, aber ja, es ist noch früh am Morgen. Ich war gerade duschen, die sind noch ein bisschen nass, und ich lasse die dann eigentlich, wenn ich zu Hause bleibe, immer ein bisschen Luft trocknen. Und hier habe ich auch die Jalousie noch gar nicht hochgezogen, aber ihr könnt schon erkennen, hier stehen schon ganz viele Kartons. Und wenn ich euch da mal meinen Schrank zeige, der ist soweit schon komplett ausgeräumt. Denn in diesem Schrank, wie gesagt, hat sich das gute Geschirr befunden, waren die Deko-Sachen. Und ich fange ja jetzt nicht nochmal an, hier alles auf Herbst und so weiter umzudekorieren. Und von daher habe ich gedacht, das kann ich schon mal alles einpacken. Ja, aber dann habe ich noch im weiteren Verlauf gedacht, dass ich schon mal anfange, im Kleiderschrank was auszusortieren. Das habe ich eben auch schon gemacht. Und habe da schon mal die ganzen Sommersachen, oder zum Teil ein paar Sommersachen, rausgeräumt. Und so nach und nach wird jetzt dann auch in meinem Büro werden die Bastelsachen ausgeräumt und die Kommoden ausgeräumt, sodass ich schlussendlich da habe ich zumindest vor, so soll der Plan sein, bis zum Ende der Woche, ja, nur noch die Sachen drin habe, die wirklich wichtig sind. Und zeitgleich in dem Atemzug gucke ich auch meine ganzen Ordner durch und mache nochmal Papierkram und sortiere das ein bisschen um. Denn da braucht man, weiß Gott, nicht alles mitnehmen. Keller haben wir schon soweit ausgeräumt. Da mussten wir relativ viel wegschmeißen, blöderweise, weil der Keller, ja, das wussten wir so nicht, feucht geworden ist. Und ich hatte da noch, ja gut, die Sachen werden jetzt wahrscheinlich eh zum Teil weggekommen, aber so Sachen von der Uni, wo man immer noch so dachte, vielleicht gucke ich da noch mal rein oder so. Ich kann euch gar nicht sagen, wie eklig das ganz unten in den Kartons war. Sondern hier an der Stelle spreche ich darüber, glaube ich, auch nicht weiter. Ich muss heute noch mal zum Arzt. Also zwei Ärzten sogar. Und zwar einmal kriege ich im Moment Untersuchungen, ob ich eine Schlafapnoe habe, weil ich unheimlich schlecht schlafe, beziehungsweise ich schlafe, und das darf man eigentlich keinem erzählen, 8, 9, manchmal sogar 10 Stunden, und ich bin morgens echt wie gerädert. Ich kriege dann heute so ein lustiges Schlafgerät, wo ich dann da irgendwie Messungen mache, wie mein Sauerstoffwert im Blut ist über Nacht, wie weit er runtergeht und ob ich Atemaussetzer habe oder nicht. Und da muss ich noch zum Zahnarzt, denn mir ist vor ein paar Wochen hatte ich eine Wurzelbehandlung, und da muss jetzt die endgültige Füllung mal wieder neu gemacht werden. Ansonsten werde ich euch jetzt gleich hier ein bisschen noch im Haushalt einfach mitnehmen. Ja, und auch so sieht es im Badezimmer aus, wenn man da mal 2 Tage nicht zu Hause ist. Großartig. Wäsche waschen, wollte ich euch ja immer mal noch ein Feedback geben zu diesem wunderschönen Teil hier. Das ist dieser Eco Wash Ball.
Den habe ich bei Amazon gekauft. Wenn ich ihn nochmal finde, verlinke ich euch den auch gerne nochmal unten. Damit braucht man eigentlich kein Waschmittel, sondern das Ganze wäscht dann eben über positiv bzw. negativ geladene Ionen. Ich habe das ja gekauft aus dem Grund, weil mein Mann ja eine äußerst sehr empfindliche Haut hat und auf diverse Waschmittel also reagiert mit Akne. Und ich habe das eben ausprobiert, um ganz waschmittelfrei zu waschen. Und ich ziehe jetzt im Prinzip folgendes Fazit. Für ganz normale Wäsche, die jetzt nicht irgendwie großartig fleckig oder so geworden ist, weil einfach nur, dass sie durchgewaschen wird, ist das vollkommen okay. Da geht also auch Schweißgeruch und das alles raus. Die Wäsche riecht nach nichts, weil ja eben auch keine Duftstoffe irgendwie vom Waschmittel oder so drin sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sobald Sachen in irgendeiner Form fleckig geworden sind, also ich habe zum Beispiel mal Make-up-Fleck irgendwo drauf gehabt, der sowieso ein bisschen schwieriger rauszumachen ist, die gehen jetzt nicht unbedingt damit raus. Dann muss ich das schon zwei oder dreimal waschen oder mit Galseife vorbehandeln oder halt eben nochmal irgendwie ein Waschmittel doch nochmal dazugeben. Und das ist natürlich nicht so ganz Sinn der Sache, sag ich mal. Von daher, ich bin grundsätzlich überzeugt oder teilweise überzeugt von diesem Eco-Wash-Ball, was so sensible Haut angeht, aber für fleckige Wäsche bin ich davon nicht wirklich überzeugt. Also ich mache mich jetzt auch nochmal auf die Suche nach dem nächsten Waschmittel, irgendwie ein Sensitiv-Waschmittel oder so, um zu gucken, ob mein Mann da drauf reagiert oder nicht drauf reagiert. Und wenn ich dann ein bisschen fleckigere Wäsche habe oder so, dass ich dann zumindest einen Schuss von diesem Sensitivwaschmittel mit reingebe. So, und hier könnt ihr auch schon das totale Umzugschaos sehen. Also wir stehen jetzt in meinem Büro. Aber wie es natürlich so sein soll, habe ich natürlich vorher vergessen, hier den Akku zu laden. Und von daher muss ich euch jetzt erstmal ein bisschen ans Ladegerät packen. Und in der Zwischenzeit habe ich dann überlegt, mache ich vielleicht ein bisschen Papierkram oder so, damit ich euch dann gleich auch wieder hier mitnehmen kann. So, und ich muss jetzt mal zwischendurch noch eine Sache loswerden. Und zwar weiß ich gerade nicht, was auf meinem Essence-Fingernadel-Video gerade los ist. Ich kriege im Moment täglich 2 bis 3 Benachrichtigungen oder Kommentare oder so, oder gefühlt. So viele sind es wahrscheinlich gar nicht. Hey, du weißt schon, dass du die Nägel falsch rum drauf hast und so weiter und so fort. Und teilweise auch echt biestige dabei, wo ich mir denke, so Leute, geht's euch noch ganz gut? Erstmal könnt ihr lesen, dass irgendwie schon vor 2 Monaten der erste Kommentar darüber kam. Das waren auch noch sehr freundliche und konstruktive Kommentare. Dass ich die falsch rum drauf habe, ja, so what, passiert halt. Aber ganz ehrlich, könnt ihr nicht lesen, dass das schon ein paar Mal irgendwie kommentiert worden ist. Also finde ich äußerst witzig. Ne? Nochmal vielleicht zum Verständnis für alle. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich hier rechtfertigen muss oder nicht. Aber ich meine, mich tangiert das echt peripher. Und wer das jetzt nicht versteht, was ich gesagt habe, naja, so what, ne? Aber ich teste, wenn ich bei DM bin, immer mal wieder Produkte. So, da lese ich mich nicht vorher ein und will da auch keine große Wissenschaft draus machen oder so. Ich gehe einfach nach der Anwendung vor, wie es hinten drauf steht. So. Und ganz ehrlich, an der Stelle, finde ich, sollte sich Essence doch vielleicht fragen, ob die Produkt- und die Anwendungsbeschreibung so ausreichend ist, dass man die Sachen einfach im Laden kaufen kann und anwenden kann, ohne dass man da eine große Wissenschaft draus machen muss. Ja, so, dann habe ich die Dinger halt jetzt verkehrt rum drauf geklebt. Aber schlussendlich ändert das nichts an der Klebekraft von diesen Klebepads. Und schlussendlich will ich ja auch die Sachen so kaufen und so benutzen, wie sie da sind. Das heißt, ich werde mir auch nicht im zweiten Schritt noch extra Nagelkleber für, weiß ich nicht, 4-5 Euro dazu kaufen, wenn ich nur mal dieses Produkt, so wie es ist, ausprobieren möchte. Also, ich meine, ihr könnt mit dem Shitstorm weitermachen. Das, wie gesagt, das juckt mich überhaupt nicht. Aber, naja, gut, ich weiß auch nicht, was da gerade los ist.
So viel nur noch mal dazu. Also wer das immer noch nicht verstanden hat, dass ich kein Modepüppchen bin und kein Beautypüppchen bin, sondern einfach die Sachen so ausprobiere, wie sie sind, der ist ja auch einfach fehl auf dem Kanal. Und der, wem es nicht gefällt, geht doch einfach weiter, zieht doch einfach weiter. Ja, und vielleicht auch einfach nur noch mal ganz deutlich an dieser Stelle gesagt, also wer konstruktive Kritik hat und konstruktive Kommentare hier lässt, okay, gerne, nehme ich gerne an. Also ich habe ja jetzt auch schon mal ein paar gekriegt zu meiner Musikauswahl und so weiter. Und ihr wisst auch, dass ich noch am Lernen bin und es einfach ausprobiere. Aber wer hier meint, er müsste irgendwelche frechen Kommentare da lassen oder in irgendeiner Form, einfach... Ja, saublöde Kommentare, die überhaupt nicht konstruktiv sind und eigentlich nur gegen meine Person gehen, ey, dann werdet ihr halt gelöscht und gesperrt und dann interessiert es mich auch gar nicht weiter, was ihr aus eurem Leben macht. Wenn ihr das Internet braucht und um euch dahinter zu verstecken, um euch dann toll zu fühlen, während ihr andere irgendwie angiftet, ihr seid ganz großes Kino. Und das Tollste ist ja noch nicht mal, also es sind ja, oder was heißt das Tollste, was, ihr seid ja noch nicht mal meine Abonnenten, also hey. Also an meine Abonnenten geht das jetzt gar nicht, weil von euch kriege ich echt immer nur liebe, nette Kommentare und auch konstruktive Kommentare. Fühlt euch da jetzt bitte nicht angesprochen oder so. So, jetzt habe ich mich ein bisschen ziemlich lange mit meinem Papierkram aufgehalten, aber es waren echt einfach mal Dinge, die ich auch mal erledigen musste, die immer liegen geblieben sind. Aber ich bin weiß Gott noch nicht fertig. Nur wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir jetzt kurz vor 12:30 und so langsam muss ich mich ans Mittagessen kochen machen. Und bevor ich das mache, muss ich aber hier immer noch das Chaos aufräumen. Und da muss ich nämlich auch schon los zum ersten Arzt. Und würde ich sagen, dann starten wir jetzt ganz schnell mit Küche aufräumen und dann koche ich heute. Es gibt heute wieder die leckere Lasagnesuppe nach einem Rezept, was Weight Watchers freundlich ist. Ich kann euch das Video dazu hier oben mal verlinken. Vielleicht ist es auch auf der Seite, ich weiß es immer nicht. Ja, ich verlinke euch das einfach und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob ihr das vielleicht nachkochen wollt oder nicht. Ich habe euch jetzt mal bei mir im Küchenschrank abgestellt. Guckt mal da hinten nicht so auf das Chaos, was da so auf dem Tisch ist. Ich bin selber mit diesem Chaos ein bisschen unzufrieden, weil es sieht immer irgendwie knöselig aus, aber es ist so unsere Eingangsbox für unsere Post und all so die Sachen, die dann irgendwie noch weggeräumt werden müssen oder so. Und oh, jetzt muss ich anfangen zu weinen. Ich bin gerade am Kochen, ich bin am Zwiebelschälen. Ja, ich habe gedacht, ich spreche jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen mit euch, denn ich habe da schon so ein Thema, was ich mit euch ansprechen muss oder was ich gerne ansprechen möchte. Und zwar würde ich gerne mal wissen, was für ein Video... Oh. Entschuldigung. Oh. Das passiert mir sonst nie. Also was für Videoformate ihr euch von mir wünschen würdet. Ich bin immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber ich glaube, ich mache es doch, dass ich euch mit durch meine Kinderwunschzeit nehmen möchte, aber gar nicht mal so sehr, um da jetzt irgendwie, wer weiß, was für viele Follower oder so zu bekommen, sondern einfach rein Interesse halber, auch für mich selber. Einfach, weil ich für mich selber die Zeit irgendwie auch ein bisschen festhalten möchte.
Und auf der anderen Seite, wen es interessiert, auch einfach vielleicht meinen Weg ein bisschen mitverfolgen möchte, vielleicht auch nochmal gucken möchte, welchen Weg sind wir gegangen. Vielleicht einfach zur Info, wir sind gerade im sechsten Übungszyklus und ich kann aber jetzt auch schon sagen, dass das nichts geworden ist, weil ich vorgestern beim Frauenarzt war und ja, der konnte mir das da schon zu dem Zeitpunkt sagen, dass das nichts wird. Wieso, weshalb, warum, dann einfach in einem extra Update. Ja gut, ich bin halt relativ geknickt jetzt gerade, deswegen, aber ja, das würde mich halt interessieren, beziehungsweise die Frage wäre halt, interessiert es euch, wenn ich euch da mitnehme? Die nächste Frage ist halt so, klar kann ich immer wieder so Vlogs machen und auch von der Haushaltsroutine und so weiter, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das doch vielleicht ein bisschen langweilig für euch wird und was ich da sonst noch so an Videoformaten drehen könnte, ja, ich könnte weiter Produkttests auch machen von DM. Das wäre halt ganz witzig. Mal gucken, wie viele Hater-Kommentare ich dann noch so bekomme. Ja, ansonsten wäre halt auch so ein großes Thema, wo ich halt drüber sprechen könnte. Eben auch beruflich bedingt oder auch durch eigene Erfahrung. Wie das aussieht mit Organisation im Studium, Organisation in der Schule, Lerntipps. Aber auch Selbstorganisation zu Hause. Ich bin da ja auch immer wieder verschiedene Systeme am Ausprobieren. Jetzt eins habe ich ausprobiert, das ist so für mich schon wieder gescheitert. Ich hatte nämlich ein neues Planersystem mir angelegt, aber das ist deshalb gescheitert, weil es viel zu groß war. Es war nicht so umfangreich, es wäre eigentlich genau richtig gewesen, aber es war zu groß. Ich habe es nicht mitgenommen, nicht mit in der Handtasche genommen und damit, wenn dann unterwegs irgendwo so war, so, ja, hast du da und da Zeit oder wann können wir das und das machen? So, hä, ja, muss ich erst wieder zu Hause gucken, ich habe Kalender nicht dabei. Das ist natürlich total ungünstig. Sowas könnte ich halt machen, so Organisationsvideos, Zeitmanagementvideos und Lernstrukturierungs- oder Studiumstrukturierungsvideos, Anleitungen, beziehungsweise Tipps, also was heißt Anleitungen jetzt eher nicht so, aber so Tipps, die mir jetzt persönlich auch so geholfen haben, wie man sich oder wie ich mich strukturiert habe, damit ich halt erfolgreich auch durchs Studium komme. So langsam habe ich ja aufgehört, hier wieder zu heulen, das ist sehr schön, dann kann ich weiter starten. Ja, lasst mir doch einfach mal einen Kommentar da, in welche Richtung euch noch Videos interessieren würde. Also ich nehme euch jetzt natürlich auch noch weiter mit durchs Haus und durch den Umzug, aber das ist natürlich dann jetzt auch ein Kapitel und dann ist es auch wieder vorbei als Thema. Da könnte man höchstens im Frühjahr nochmal machen, wie gestalte ich meinen Garten, aber das sind dann ja auch nur ein oder zwei Videos. Also ich habe viele Ideen, ich weiß halt nur nicht, was euch tatsächlich so interessieren könnte. Und jetzt künstlich einfach immer ständig irgendwelche Dinge zu kaufen, irgendwelche Produkttests oder so zu machen, finde ich einfach auch daneben. Also klar wird es das immer wieder geben, aber es ist jetzt nichts, wo ich dann gezielt losgehe und sage so, ah, ich muss jetzt unbedingt mal wieder was testen, weil es muss mal wieder ein Produkttest irgendwie online kommen oder so. Sondern wenn ich jetzt irgendwas brauche, habe, möchte, also ich habe mir jetzt auch schon wieder was bestellt, das mache ich dann auch im Live-Test mit euch. Das ist zum Beispiel für meine Küchenmaschine jetzt etwas. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie künstlich losrennen und sagen so, ah ja, das könnten wir jetzt mal und irgendwas kaufen, was ich eigentlich gar nicht brauche und was mich eigentlich gar nicht wirklich interessiert und so. Nur damit ich irgendwie einen Produkttest oder so hochlade. Da bin ich nicht der Typ für und das mache ich nicht. Und ihr kriegt auch bei allem meine ehrliche Meinung und ich bin auch von keinem irgendwo in irgendeiner Form gesponsert oder so. Ja gut, dann schnibbel ich jetzt mal hier weiter. So, jetzt lassen wir das mal schön vor sich hinköcheln. Und ja, in der Zwischenzeit räume ich dann hier die Küche wieder auf. Und die ist auch schon wieder voll, dann können wir die auch direkt anstellen. Hier vor der Klinik, also meinen ersten Arzttermin habe ich gerade rum. Es ist äußerst spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weißt du, ich habe den Arzt so verstanden, dass das alles ganz dringend und ganz wichtig ist und dass wir das jetzt alles schnell machen. Und dann kriege ich einen Termin für heute, also nach 14 Tagen sofort einen Termin heute, für nächste Woche schon sofort einen Termin für eine kleine Mini-OP. Um das alles diagnostisch abzuklären und
die weitere Diagnostik, bevor dann überhaupt eine Therapiemöglichkeit besteht, die findet dann erst im Februar, Ende Februar statt. Und bevor diese weitere Diagnostik nicht gemacht ist, findet auch keine Therapie statt und wird mir auch nicht geholfen. Also das kann es echt irgendwie auch nicht sein. Und ich gucke mir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen an, beziehungsweise warte das nächste Woche ab. Und dann werde ich nächste Woche auf jeden Fall noch mal mit dem Arzt sprechen, weil das geht so nicht. Also das geht echt nicht. So, dann machen wir uns jetzt mal auf zum nächsten Arzttermin. Ich habe mal so ein bisschen Zeit. Vielleicht fahre ich auch noch mal eben ganz kurz am Haus vorbei und gucke mal eben bei den Handwerkern vorbei, wie weit die sind und ob die noch irgendwie was brauchen, beziehungsweise was von uns vielleicht noch weitere Arbeitsschritte sind. Ich glaube, das mache ich jetzt. Genau, ich fahre jetzt erst zum Haus und dann nochmal zum und dann zu dem nächsten Arzttermin. Zum Zahnarzt. Ich habe ja schon lange aus dem Auto nicht mehr gefilmt, beziehungsweise nicht mehr gevloggt, aber es ist so witzig, wie die ganzen Leute gucken, ne? Wenn man da vorne hier so eine Kamera stehen hat, das ist echt witzig. Naja, obwohl ich habe, glaube ich, in diesem Auto sowieso noch nie gefloggt, wenn ich die Kamera davon stehen hatte, weil ich habe jetzt erst ein richtiges Stativ und das teste ich jetzt gerade mal aus, wie sicher das hier so steht beim Fahren. Ja, also, ha, da war es nämlich direkt, das steht nämlich nicht sicher. So, jetzt war ich gerade eben am Haus, habe nur mal ein paar Sachen mit dem Handwerker durchgesprochen und es sieht im Moment so aus, als könnten wir dieses Wochenende einfach mal uns um ein paar Dinge zu Hause in der Wohnung kümmern und müssten nicht zwingend ins Haus irgendwelche Vorarbeiten leisten. Also wir sind ja keine Handwerksprofi oder Hausbauprofis oder so und müssen das ja alles nach Anleitung machen und nach Vorarbeit, was sie uns so sagen, was sie so machen sollen. Und ja, da gibt es im Moment nichts und das ist eigentlich, also bis auf ein paar Kleinigkeiten gibt es immer, aber das können wir dann gesondert machen. Ja, und jetzt geht's weiter zum nächsten Termin, zum Zahnarzt. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, aber ich werde das Video jetzt hier an dieser Stelle beenden, weil ich irgendwie zunehmend Halsschmerzen bekomme. Und von daher hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback und Kommentare unten. Einfach da ein bisschen Anregung. Wer mich auf Instagram noch nicht gefunden hat oder noch nicht folgt, der ist herzlich eingeladen. Unter Frau Wiesel _YouTube. Guckt gleich mal im Abspann, da steht es auch nochmal. Und dann würde ich jetzt sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.